Alles voll, ey. Das dürften die ganzen Antriebsmotoren sein. Alter, Steuer, Stand. Dann letztendlich zur Verpackung und Verfüllung waren fertig gelagerten Ziegelsteine. Wieder ein kleines Kontrollpult. Vorwärts, rückwärts. Was ist das denn hier? Hey! Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im Hintergrund seht ihr eventuell schon einen großen Schornstein. Wir schauen uns heute einen verlassenen Ziegelei an. Soll noch recht gut aussehen. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, bleibt dran, viel Spaß mit dem Video. Hier außen ist das schon so ein kleiner Radlader. Von damals, auch wirklich uralt. Reifen auch schon platt. Und dann halt hier dieser riesige Schornstein. Ich kann halt absolut nichts zu den Maschinen sagen. Ne? Hier so riesen Trichter, würde ich mal behaupten. Oh, keine Ahnung. Eventuell war das hier mal so eine Art Förderschiene. Und dann eben hier die Ziegelei. Und ich finde, das hat definitiv was. Vor allem hier mit dem Licht, wie das von oben reinknallt. Ich denke, die länger dabei sind, wissen, dass ich absolut kein Fabriktyp bin. Weiß ich nicht, ist halt meistens einfach dasselbe. Aber das hier ist doch irgendwie was Geiles. Und hier dürften die ganzen Antriebsmotoren sein. Förderbänder. Auch nach da oben wieder. Krass. Ja, das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall zwei komplett ausgeschlachtete Autokarossen. Das sieht irgendwie ein bisschen aus wie ein Audi. Ein ganz alter. Aber gut, kannst halt gar nicht mehr erkennen, ne? Also Leute, die Profis unter euch. Doch, das ist safe ein Audi hier, guck mal. Ist das nicht vom A1, A3? A3? Die Profis unter euch werden es wieder wissen. Ich jedenfalls nicht. Ich tippe mal auf ein A3. Und hier geht's auch nochmal weiter. Ui. Okay, das ist noch krasser, als ich gedacht habe. Das ist ja mal absolut krass. Sowas sieht man echt selten, vor allem in so einem guten Zustand. Was man von außen überhaupt nicht denkt, weil von außen ist es total runtergerockt. Ich finde, es riecht extrem hier drin nach... Ihr kennt doch diesen Geruch von so geschmierten Maschinen, oder? Dieses Öl und so weiter und so fort. Dieses, ach, so ein richtiger Fabrikgeruch hier. Und übrigens super geiler natürlicher Verfall, der sich hier durch die ganze Halle zieht. Hier an der Seite war dann wahrscheinlich mal die Stromversorgung von dem Ganzen. Mit diesen lauter Sicherungskästen und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt mal hier rüber schwenke, ne? Allein schon der Blick in die Richtung hier. Ich weiß nicht, was das alles für Maschinen waren. Ist auf jeden Fall übelst verwinkelt. Wo du hinguckst, eigentlich nur diese ganzen Stahlkolosse hier. Das ist halt schon krass hier. Also kann man sagen, was man will. Auch da oben, die ganzen Leuchtstoffröhren, die mit diesen Ketten befestigt sind. Mega. Ich weiß halt absolut nicht, was man dazu mal erzählen soll. Am besten reichen hier eigentlich schon die Bilder. Und auch hier der ganze Weg, beziehungsweise denke ich mal, dass das irgendwie so eine Art Anlieferungsschiene oder sowas war. Komplett voll mit Moos. Und hier dann eben schätzungsweise Lagerregale. Die kommen von diesem Blick einfach nicht weg. In echt kommt es wahrscheinlich viel besser rüber als auf der Kamera. Also mit dem Deckenlicht. Den ganz natürlichen Verfall da drüben. Hammer. Auch geil hier, ne? So ein altes Ölfass. Was für Steine? Ziegelsteine. Ach so. Ja, cool, ey. Ach, meinst du, das wurde hier dann quasi... Ah ja, klar. Die fertigen Steine dann hier zwischengelagert. Macht auf jeden Fall Sinn. Da, das kann doch schon wieder nicht sein.
Das ist schon wieder so eine Aktion. Ne? Den letzten Stein produziert und dann einfach dicht. Ja, also nichts verkauft. Ja. Das ist, ich verstehe es nicht, sowas. Alles hier irgendwelche Maschinen, die man dann wahrscheinlich zum Pressen und Herstellen von den ganzen Ziegelsteinen benötigt hat. Jetzt kommen wir mal hier zu dem Bereich, wo ich absolut keine Ahnung habe, was das bitte sein soll. Also falls es einer von euch weiß, dann haut es doch gerne mal in die Kommentare rein. Hier ist auch noch ein Stückchen nach unten. Und überall siehst du diese Antriebsmotoren, diese alten verstaubten Ketten hier. Mega wirklich. Das ist halt auch geil hier, ne? So ein alter Steuerstand. Lampentest. Vorwärts, rückwärts. Und ein dezent zerkloppter Monitor. Was meint ihr? Läuft er noch? Na, ihr seht es halt nochmal. Die fertig gelagerten Ziegelsteine. Alles voll, ey. Das verstehe ich halt wieder nicht hier. Jedes Regal ist voll. Krass. Selbst hier. Das ist ja nicht mal ein Lager, das gehört ja noch zum Produktionsschritt dazu. Selbst hier liegen noch Ziegelsteine drin. So als hätte man den Notknopf gedrückt und dann einfach weg. Oh, hier geht's ja auch nochmal weiter. Was war hier noch? Nochmal ein kleiner Steuerungskasten. Und hier sind wieder irgendwelche Maschinen. Und ich glaube, dass diese Maschinen hier dann letztendlich zur Verpackung und Verfüllung waren. Weil hier oben kamen die Ziegelsteine an, die fertigen. Und wurden dann wahrscheinlich hier von diesem Greifarm gegriffen und in irgendwelche Kisten oder so verpackt. Wieder ein kleines Kontrollpult. Ich finde, das sind die geilen Sachen an Fabriken. Solche alten Kontrollpunkte hier. Und da hinten, seht ihr es vielleicht, ist auch nochmal so ein altes Tor, wo dann eventuell die fertige Ware eben ausgeliefert wurde. Was ist das denn hier? Die Fahrradmaschine oder was? Also das habe ich aber auch noch nie gesehen hier. Ich frage mich halt, was hier noch kommen soll. Ich sehe auf jeden Fall da oben ganz viele Rohre und so weiter und so fort. Was ist das denn hier? Hey! Da ist einfach so ein Puppenkopf im Fernseher drinne. Ein verschmiertes Buch und lauter so, ja, es sollen halt wahrscheinlich Blutspritzer sein. Also das ist ja wieder mal ganz anders creepy hier. Manche Leute sind echt irgendwie ein bisschen komisch. Na, da oben war dann, nehme ich mal an, Luft- und Wasserversorgung, schätzungsweise. Und was das hier war, keine Ahnung, tatsächlich. Wobei ich jetzt mal gesagt hätte, dass das hier so ein Brennofen dann ist für die Ziegelsteine, dass sie dann hier eben gebrannt wurden. Ist dann doch immer wieder Wahnsinn, wie groß Fabriken sind, ne? Auch wenn es oftmals das Gleiche ist, ist jede Fabrik auf ihre eigene Art besonders. Hier hinter geht es auch noch mal ein bisschen weiter. Ich nehme an, dass das hier so eine Art Silo oder Trichter gewesen ist. Oder nee, warte mal, dürfte auch Verbrennung oder sowas gewesen sein, weil ich sehe gerade, dass da oben sogar noch ein Schornstein dran hängt. Und was das hier ist, weiß ich nicht. Das ist die alte Version vom Hamsterrad. Wo geht's denn hier hin? In die Unterwelt oder was? Cool. Ich denke, wir haben soweit alles gesehen. War groß und vor allem spannend, weil halt eigentlich so gut wie alles noch da ist. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut gerne mal bei den anderen vorbei. Sind wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Was bleibt noch zu sagen? Aktiviert die Glocke, falls ihr es noch nicht getan habt. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.